Es geht weiter zum Donnerstag. Gestern hatten wir Projekt Blue Cube. Kleines Update zum Becken. Video verlinke ich nochmal ganz gerne oben. Und mir ist mal so eine kleine Idee gekommen. Ja, ich hatte ja gesagt, das Becken steht ja komplett ohne Düngung. Also bisher weder Eisendünger noch NPK-Dünger, was ich hier verwendet habe. Und ich bin tatsächlich mal am Überlegen, ob ich da mal so ein kleines Düngeexperiment mache. Ich habe ja Dünger da, also von Aquarebell, den Eisendünger und auch den NPK-Dünger, da oben steht er rum, aber ich nutze ihn nicht, ne? Weil es eben aus meiner Sicht sehr wohl auch ohne funktioniert. Aber wir können ja mal ein kleines Experiment machen. Was passiert eigentlich so mit der Rotfärbung und grundsätzlich mit dem Wachstum, wenn wir mal ein bisschen Dünger hinzugeben? Das wäre mal ja sicherlich spannend mitzunehmen. Und ich würde sagen, das machen wir im Dezember. Also ab dem 1.12. gibt es da mal für das Projekt Blue Cube ein bisschen Dünger. Weil jetzt damit zu starten macht wenig Sinn. Nächste Woche Animal bin ich sowieso fast eine gute Woche unterwegs. Von daher, ja, würde ich es dann quasi sowieso nicht düngen können. Und ja, für den Dezember nehmen wir das mal so als kleines Projekt dann in Angriff. Und dann schauen wir mal, ne, ob sich da wesentlich was verändert. So, Außenfilter JBLE 402 für das Kallaxbecken. Da steht er. Den will ich gleich noch ganz gerne fertig machen. Zeit ist heute mal wieder ein Thema. Kleines Mini-Zeitfenster habe ich, deswegen switchen wir mal eben ganz kurz drüber, was ich bisher so gemacht habe. Sakura-Garnelen sind alle raus. Also ich hoffe mal, dass ich alle erwischt habe. Jede Menge Turmdeckelschnecken noch hier mit dem Becken. Und ihr seht es da hinten, ein Säckchen. Das ist voll gefüllt mit Lavagranulat. Da hatte ich ein paar Säckchen reingepackt, um ein bisschen auf Höhe zu kommen, was den Aufbau damals anging. Und die Säckchen werde ich gleich auch wiederverwenden. Die gehen ab in den Außenfilter als Filtermaterial. Ja, Lava funktioniert wunderbar als Filtermaterial. Also hätte ich sowieso genauso bestückt. Entweder lose dann in den Körben, aber ich habe es ja eben noch, ne, im Sack. Von daher, warum nicht einfach wiederverwenden? Bisschen Bodengrund habe ich mal abgesaugt, inklusive einiger Schnecken. Hier erstmal im Eimer sitzen. Na, kleine Mini-Pumpe dabei, so eine kleine USB-Pumpe, damit es auch ein bisschen belüftet wird, das Ganze. Und ja, also für eines der nächsten Projekte sind in jedem Fall noch ein paar Starterbakterien vorhanden und jede Menge Schnecken. Also das wird sicherlich früher oder später wieder irgendwo zum Einsatz kommen. So, der JBLE 402. Ich würde sagen, machen wir ihn fertig, dass das Kallaxbecken dann auch endlich seinen eigentlichen Filter bekommt. Steht schon ein bisschen länger im Keller. Schauen wir mal, was hier noch alles drin ist. Eigentlich müsste das Filtermaterial komplett drin sein. Natürlich gut ausgespült, ne, und dann wieder reingegeben. Also hier oben die Matte. Hier liegen noch Keramikkügelchen, aber die brauchen wir nicht. Die schütte ich gerade mal hier in so eine kleine Kiste rein. Weg sind sie. Ganz kurz nochmal grob erklärt. Also Wasser kommt ja von oben, na, strömt es rein, läuft dann seitlich runter. Erster Kontakt vom Wasser ist immer bei mir mit der Filtermatte, ne, um den groben Dreck erstmal aufzuhalten. Nicht, dass das biologische Filtermaterial mir gleich zuschlammt. Alles andere finde ich ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen ganz nach unten diese Matte. Und oben drüber eine schöne Schicht Lavamulch. Ja, ich habe mir die Säckchen eben schnell mal aufgemacht, ein bisschen durchgespült, nicht zu sehr durchgespült, ne, aber eben mal vom groben Dreck so ein bisschen befreit. Und jetzt kann es hier entsprechend weitergehen. So, Korb Nummer 1 ist fertig. Korb Nummer 2 bestücke ich genau andersherum. Hier sind einmal eine etwas feinere Matte, die nehme ich komplett raus. Streue auch hier ein bisschen Lavamulch rein.
Aber ihr seht, ich habe hier teilweise echt große Brocken drin gehabt in diesen Säcken. Ja, soll genügen. Jetzt setze ich das Ganze wieder zusammen. Und pack jetzt hier wieder die Matte mit dazu, um einfach die restlichen Partikel dann auch wirklich fernzuhalten. Ein bisschen feiner Filterschwamm könnte man auch hier drüber machen. Also zum Beispiel den hier mit da reinnehmen. Müsste ich mir zurechtschneiden. Ja komm, können wir eigentlich machen. Ist ja auch egal. Spielt ja keine Rolle. Schneiden das Ganze ein bisschen zurecht, packen das hier einfach ganz locker mit rein, ja, damit dann auch die letzten Partikel quasi aus dem Becken ferngehalten werden. Das hier oben kann man dann mal so alle 8 Wochen mal ein bisschen ausdrücken. Vielleicht auch unten die Matte mal so alle 3 Monate ein bisschen ausgedrückt. Aber das biologische Filtermaterial bleibt unberührt. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwann mal jemals biologisches Filtermaterial sauber gemacht habe. Also das fällt definitiv aus, wegen ist nicht. So, schauen wir mal von oben. So schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt kann der Deckel drauf und ab damit ans Becken. Mal schauen, dass wir hier alles... Ja, passt noch. Passt wunderbar. Einmal über Kreuz schön verschließen. Und schon kann es losgehen. So, hat jetzt einen kleinen Moment doch länger gedauert als eigentlich gedacht. Erstmal die ganzen Schläuche alles verlegt. Hinterm Regal natürlich Filtereinlauf, also das Ansaugkörbchen in dem Sinne. Auf der linken Seite und die Auslaufseite auf der rechten Seite. Filter läuft noch nicht. Edelstahl Ein- und Auslauf. Und ja, der E402 aus meiner Sicht, wie gemacht für so ein Kallax-Regal, weil er eben da unten wunderbar reinpasst. Kann noch schön vorholen. Na, sehen wir hier, passt wunderbar da unten rein. Es werden keine Schläuche abgeknickt. Richtig, richtig super geeignet. Für so einen IKEA Kallax. So, ich weiß gar nicht, ob die Ansaugung noch funktioniert. Das sollte aber eigentlich. So, Ansaugung funktioniert noch. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Filter läuft voll. Und wenn er vollgelaufen ist, dann kann entsprechend auch der Stecker in die Steckdose. Und dann sollte es losgehen können. Ja, jetzt ist er voll. Ja, es knackt ein bisschen. Aber das schaut ganz gut aus. Was macht er? Ja, wäre jetzt ein Ding, wenn er die Förderhöhe nicht schafft. Aber das schaut okay aus. Also das schafft er schon. Ja, das klappt. Sehr schön. Ja, Wasserstand natürlich jetzt ein bisschen runtergegangen. Vollkommen klar, passt schon ein bisschen was rein in so einen Außenfilter. Also, schauen wir noch mal ganz kurz. Die Strömungspumpe ist ja auch noch hier mit angeschlossen, aber ich denke mal, da sehen wir es. Ja, es läuft. So, ja, Außenfilter läuft. Tag 6 für das Kallax-Becken. Jetzt also endlich der eigentliche Filter dann auch im Einsatz. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Hab's irgendwie verlegt gehabt, die Schläuche. Sie waren im Übrigen schon in der Kiste, die eigentlich rüber soll ins Studio. Ja, so ist es manchmal. So, kann man hier oben die Wasserränder ein bisschen wegmachen. Natürlich einiges an Wasser, oder das Wasser, was jetzt eben im Filter ist, fehlt logischerweise im Becken. Deswegen direkt mal ein bisschen auffüllen, damit hier alles auch seine Richtigkeit wieder hat. Ich habe heute Mittag noch ein paar Pflänzchen nachgesetzt, und zwar die Cryptogorine Lucens. Noch die Überreste, die ja noch oben im Regal in dem Becken gewesen sind. Die habe ich jetzt mal ganz locker flockig hier noch mit zugesetzt. Und ja, wie gesagt, die Bepflanzung ist hier noch nicht komplett. Ich habe es ja gestern erwähnt.
Da wird in jedem Fall noch ein bisschen was passieren, aber ich denke mal, die Krypto-Lizenz, ne, die lockert das Ganze hier in jedem Falle ein klein wenig auf. So, Luft scheint aus dem Filter komplett raus zu sein. Das ging schnell. Also normalerweise kann das auch schon mal ein paar Stunden dauern. Aber jetzt so die letzten Minuten habe ich nichts mehr gehört. Ne, hört man immer wieder so dieses Zischgeräusch, aber jetzt scheint es raus zu sein, die Luft. Ja, wunderbar. Also, kleine Premiere, der erste Außenfilter. Ja, kaum sage ich es, da ist es wieder. Ja, wie gesagt, das kann schon mal ein paar Stunden dauern, bis da die letzte komplette Luft dann auch entwichen ist. Von daher, ein bisschen Geduld sollte man da in jedem Falle mitbringen. So, ich habe jetzt dennoch mal wieder an seinen Platz geschoben, also unten in das Fach hinein. Alles trocken, nichts undicht. Das schaut erstmal für den ersten Moment soweit ganz gut aus. Und wie gesagt, bei der Luft mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Das Ganze sollte innerhalb der nächsten Stunden dann auch erledigt sein. Ja, der erste Außenfilter seit langer, langer Zeit. Aber das war immer so ein Sicherheitsthema bei mir. Die Jungs sind jetzt mittlerweile 5 Jahre. Die verstehen jetzt schon mal eher, wenn man sagt, na, an die Schläuche geht ihr bitte nicht ran. Weil ansonsten passiert nämlich dies und jenes. Und ja, das war eben der Grund, weshalb ich bisher auf einen Außenfilter verzichtet hatte. Aber das werden wir jetzt sicherlich des Öfteren sehen. Unter anderem natürlich auch im Studio. Ganz klar, da werde ich hauptsächlich auf Außenfilter gehen. Weil ich habe schon ganz gerne so wenig wie möglich Technik im Becken. Es stört mich einfach optisch. Das ist einfach so. Aber aus Sicherheitsgründen, na, muss man da eben manchmal einen Kompromiss gehen. So, gut, die Zeit drückt heute schon mal wieder so ein kleines bisschen. Aber wir nehmen dennoch mal ganz kurz das kleine Flurbecken mit. Das ADA 45P, das möchte ich ja auch noch herrichten. Dann geht im Übrigen der zweite JBL 402 da unten in die Lücke. Also rechts nebendran ist ja noch Platz. Man könnte auch eine Tür einsetzen. Ne? Auch das wäre sicherlich kein Problem. Also wunderbar geeignet, der JBL E402. Ja, nehmen wir das kleine Mini OptiWide Nanobecken mal mit im Flur. Da sind ja jetzt die ja, übrig gebliebenen Red Sakura Garnelen noch eingewandert. Hatten sich auch schon hier in dem Becken vermehrt. Also jede Menge Jungtiere hier unterwegs und nein, die habe ich nicht aus dem Becken drüben. Also, die ich von drüben abgesammelt hatte. Na, ich sehe gerade, hier ist eine, die ist ein bisschen blass um die Nase. Die könnte aber ausselektiert werden. Ja, also, da die, so diese Größe. Ne? Das war die kleinste Größe, die ich drüben noch abgefangen habe. Aber hier sind definitiv auch noch wesentlich kleinere Tiere unterwegs. Also, vermehrt haben sie sich auch hier schon im Becken. Und ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Becken hier weiterentwickelt. Steht ja auch komplett ohne Düngung. Und wie wir sehen können, na, bis hierhin klappt das Ganze richtig ordentlich. So, ich würde sagen, für heute machen wir ein Deckelchen drauf mit diesen letzten Aufnahmen hier von dem kleinen OptiWide-Nano-Becken. Ja, die liebe Zeit, ne, wenn die mal nicht wäre, aber ja, so ist das. Mit dem Studio wird dann hoffentlich bald alles ein bisschen besser laufen. Wie immer, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit, tschüss und bis bald.